Guten Morgen, liebe Fallschüler und Rangraufenkinder hier aus der Judenschule und auch alle Gäste. Eine gute Nachricht erstmal. Ab nächster Woche könnt ihr wieder hier in der Judenschule trainieren. Ihr bekommt heute oder morgen dann eine E-Mail, wo alles drinsteht, ja, wann wer kommen kann. Die Fallschule ist am selben Tag wie sonst auch montags. Die Rangraufenkinder mussten wir aufteilen, weil es zu viele sind. Mussten wir zwei Gruppen machen, aber das seht ihr dann. Und dann können wir hier wieder normal trainieren. Denkt dran, die Rang- und Raufenkinder brauchen eine Wurfpuppe, weil wir dürfen uns immer nicht berühren. Also Wurfpuppe bauen, falls ihr noch keine habt. So, heute habe ich jetzt so ein bisschen was aufgebaut. Wir machen Krafttraining heute mit Karten. Dann braucht ihr natürlich wieder eure dicke Decke oder eure Matratze. Ihr braucht eine Plastiktüte, wer noch keine hat, bitte eine besorgen. Geht schnell zu Mama und sagt, wir brauchen eine Plastiktüte. Und ihr braucht wieder einen Hocker oder einen Eimer, irgendwas, was ein bisschen höher ist, wo ihr draufstehen könnt. Ein Stuhl wäre diesmal zu hoch, deshalb nimmt so einen Eimer oder einen Hocker, so als wäre auch ganz geschickt. Wenn ihr keinen habt, geht es auch ohne, dann ist halt keine so eine richtige Mutprobe. Ja? Und die Rangraufenschüler natürlich dann die Wurfpuppe und die Fallschüler dürfen gerne einen Rucksack mit dazu nehmen, haben wir jetzt schon oft genug gemacht, der ist ja auch mit einem Rucksack das Ganze machen könnt. Also, geht schnell eure Matratze holen oder eure Decke, eine Tüte, einen Eimer und eure Wurfpuppe oder einen Rucksack gefüllt mit einem Kissen. Ja, so lange warte ich noch und ich erzähle schon ein bisschen, wie es der nächste Woche zugeht. Das heißt, ihr müsst sie allein trainieren. Mama, Papa dürfen nicht zugucken. Ja, die müssen draußen bleiben. So sind die Bestimmungen. Wir haben ganz viele Bestimmungen bekommen. Die müsst ihr einhalten, die muss ich einhalten. Wir müssen auch hier noch einiges andere Sachen machen. Noch. Wird ein bisschen kompliziert, aber wir kriegen euch alle unter. Ihr habt alle mindestens einmal Training in der Woche. Und dann hoffe ich, dass wir viel, viel Spaß haben. Bis dahin, und ich hoffe, dass wir alle wieder zahlreich kommen werden. Und irgendwann müssen wir wieder ein bisschen zur Normalität zurückkommen. So langsam dürft ihr euer Zeug haben. Also noch einmal, ihr braucht eine Tüte, ihr braucht einen Hocker oder einen Eimer, ja, Wurfpuppe und die Decke, dicke Decke zum Fallen, dass ihr euch nicht auf eurem Boden wehtut, wenn ihr da hinfallt. So. Wir kommen zu unserem Aufwärmspielchen. Ich mache was mit Karten. In Karten gibt es ja vier Zeichen. Es gibt einmal das Kreuz. Ich weiß, es sieht nicht so schön aus, aber ist ja nur für mich, dass ihr erkennt, was ist. Ihr müsst ja nur auf mich hören. Also es gibt einmal das Kreuz. Wenn ich ein Kreuz ziehe, das ist das hier. Sieht so aus, das ist das Kreuz. Ja. Dann müsst ihr eine Bauchübung machen. Und zwar so oft, wie hier oben die Zahl dran steht und hier unten. Ja, da oben. So oft müsst ihr machen. Das heißt, wenn ich das jetzt ziehen würde, müssten wir nur zwei Dinger machen. Ja? Dann haben wir einen Peak. Das ist dieses Zeichen hier. Wenn ich diese Karte ziehen würde, müssten wir acht Rückenübungen machen. Dann haben wir ein Karo. Das ist das hier. Bei der müssten wir sechs Armübungen machen. Zum Beispiel Liegestütze. Und am Schluss noch für die Beine das Herz. Das Herz ist sowas, wenn ein Ass kommt, sowas hier, ja, müssen wir 11 machen. Okay? Und bei solchen Bildern müssen wir immer 10 Übungen machen. Da sind immer so Köpfe drauf. Und wenn Köpfe drauf sind, müssen wir 10-mal die Übung machen. Also, so ist die Aufgabe. Ich mische mal die Karten. Und dann schaue ich mal, was wir anfangen. Das kann er, denke ich, Mogel hier. Ja, tue ich nochmal hier, zack. Und dann nehme ich diese Karte. So, nochmal runter. Und ich habe ein Kreuz 4 gezogen. Das heißt, wir müssen nur 4 Bauchübungen machen. Ja, die Kreuz 4 mache ich auch weg. Das heißt, wir legen uns auf den Rücken und machen 4-mal Kiste wegschieben. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Nächste Übung. Nehmen wir unten was raus.
Nochmal eine Bauchübung. Sechs. Ja? Sechsmal müssen wir, wir machen jetzt keine Kiste wegschieben, sondern wir wippen mit den Beinen hoch und runter. Die Beine hoch, Hände hier unter dem Po, dass der Po ein bisschen höher ist. Nicht unter dem Rücken, sondern hier unter dem Po. Seht ihr hier? Und jetzt mit den Beinen. Eins, Kopf immer hoch. Zwei, nicht auf den Boden. Bam, das ist nicht richtig, ja? So und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, neue Übung. Na guck, vielleicht wird es heute ein Bauchtag, ne? Machen wir nur Bauch. Oh nein, wir haben einen neuen Karo. Wir müssen neunmal was für die Arme machen. Wir machen Liegestütze. Liegestütze auf den Bauch liegen. Und jetzt müssen wir uns hochdrücken, bis wir nur noch auf den Händen und auf den Zehen sind. Ja? Eins, neunmal, los geht's. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Gut. Und diese Karte hier. Ein Herz für die Beine. Achtmal eine Beinübung. Legst gleich wieder drauf. Wir stehen auf und machen achtmal Kniebeuge. Kniebeuge aufpassen, ihr kennt es ja schon. Ganzer Fuß auf dem Boden, Popo so weit wie möglich runter, fast mit dem Popo den Boden berühren. Rücken dabei gerade lassen, immer nach vorne schauen. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gut. Nächste Übung. Ja, nur drei. Dreimal Bauch. Dreimal Bauch. Da legen wir uns hin und nehmen die Hände. Ich sage ein bisschen näher ran, dass ihr mich seht. Hände in den Kopf. Dann gehen wir hoch, die Hände bleiben in den Kopf. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt so langsam. Ihr habt jetzt lang genug Zeit gehabt zu üben. Wir gehen hoch und jetzt machen wir einmal zack, zack. Hauen mit dem linken Ellbogen zum rechten Knie, mit dem rechten Ellbogen zum linken Knie. Also hoch. Eins, zwei. Eins, zwei. Und ein letztes Mal. Eins, zwei. Gut. Neue Karte. Elfmal Beine. Ja, elfmal Beine. Wir springen. Elfmal. Von ganz unten ganz hoch. Ja. Das heißt, wir gehen mit dem Popo ganz runter. Und jetzt springen wir nach oben. Ganz hoch, Arme hoch, ganz lang machen, hopp, und dann gehen wir ganz runter. Also eins, zwei, ganz rum im Popo, ja? Drei, ganzer Fuß auf den Boden, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Gut. Nächste Übung. Elfmal Rücken. Elfmal eine Rückenübung. So, und wir schwimmen. Ja? Ich zeige es so rum. Und zwar wir kraulen. Ah, nee, wir machen Brustschwimmen. So, Brustschwimmen. Arme hoch. Und jetzt immer eins, zwei, drei. Immer Arme hoch. Nicht auf dem Boden. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Neuübung. Fünf. Fünf Herz. Fünfmal Beine. Fünfmal Beine. Wir machen den Ausfallschritt. Immer vor und zurück, wie beim Indianergang. Vielleicht kennt ihr das noch. Ich zeige so.
Wir gehen einmal vor, Knie mit dem hinteren Knie runter und dann gehen wir mit dem Bein zurück und dann gehen wir mit dem anderen Bein nach vorne. Knie runter und zurück. Also fünfmal abwechseln. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Noch zwei Übungen schaffen wir, glaube ich. Neun Kreuz, neunmal Bauch. Wir machen ein Schiffchen. So. Und dann machen wir entweder so. Eins, zwei. Oder wir machen ein Schiffchen mit Wippen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Für manche ein bisschen schwierig von euch, diese Übung, das weiß ich. Aber eine sehr wichtige Übung. So, neue Karte. Wieder eine Beinübung. Siebenmal. Zur nächsten Beinübung. Wir springen über ein großes Hindernis drüber. Das heißt, mit den Knien ganz hoch an die Brust. Ja? Fertig. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Gut gemacht. Noch eine schaffen wir. Letzte Übung. Mal gucken, was hergibt. Ich habe es nicht gesehen. Oh, eine Zwei-Peak. Eine Rückenübung zweimal. Und dann ist der Pipifax. Ja, überlegen, eine schwierige Rückenübung zweimal. Gibt es eigentlich, ja. So. Oh, ich weiß was. Da war was ganz Fieses. Wir machen aus den zweimal. Machen wir zweimal 30 Sekunden. Und zwar, ich nehme gleich die Uhr. Wir gehen auf die Ellbogen. Und das von Rücken, ja, ganz wichtig. 10 Aufstellen, dann halten wir uns so. Eine Minute lang, zweimal 30 Sekunden, gibt eine Minute. Ich gehe schnell kurz die Uhr ein. So, seid ihr bereit? Fertig? Und hoch mit euch. Eine Minute zu halten. Und nicht runtergehen. Ganz gerade, kein Berg bauen. Und kein Hängebauchschwein machen, sondern ganz gerade. Ja, wir sitzen ganz gerade aus, können den Po ein bisschen runternehmen. Jetzt ist gut. Jetzt sehe ich mich auch mal selber, wenn wir das Video machen. Schön halten. Letzte Übung. Nicht locker lassen. Ja, nicht locker lassen. Schön oben bleiben, nicht nachgeben im Rücken. Wir haben noch 10 Sekunden ungefähr. Sehe die Uhr leider nicht so gut. Halten. Nicht mehr lange. Jawohl, ihr habt es geschafft. Sehr gut. Super gemacht. Ich räume hier kurz auf. Ihr dürft schnell was trinken. Und dann dürft ihr eure Matratze holen. Euren Hocker und eure Tüte bereitlegen. Das brauchen wir alles. So, das ist heute mein Hocker. So,
Ich gehe mal in die Matratze hin, obwohl ich am Matten habe. Aber dann seht ihr so ein bisschen, wie es aussieht. Das ist nämlich auch immer eine Matratze, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. So. Okay. So, wir starten mit dem Rückwärtsfallen, da brauchen wir nicht mehr so viel machen. Möchte ich euch gar nicht mehr groß zeigen. Ich stelle gleich die Uhr ein. Dann machen wir eine Minute Rückwärtsfallen. Ja, ich zeige es noch einmal vor. Kopf runter, tief gehen, nach hinten kippen, Beine strecken, abschlagen. Aufpassen nochmal, nicht mit Ellbogen aufkommen, weil, genau, weil da keine Muskeln sind. Die Kissen fehlen da sozusagen. Kopf hoch, Flachhand abschlagen, nicht mit dem Kopf auf den Boden knallen. Warum? Genau, auch hier sind keine Muskeln, kein Schutz, keine Kissen dran. Deshalb müsst ihr den Kopf hier mit euren Halsmuskeln halten. Ja, also ich zeige es nochmal. Von der anderen Seite. Kopf runter, tief gehen. Um. Okay, wir anfangen. Eine Minute. Los geht's. Zeit läuft. Mach ein bisschen mit. Immer nicht mehr. Denk mal dran, man muss locker über 1000 Mal gefallen sein, dass man das richtig und immer kann. Ja? Wenn es plötzlich passiert. Also müssen wir ein paar Mal machen. Und die letzten 20 Sekunden. Und da schafft ihr nochmal mindestens 5. Mindestens 5 Mal rückwärts fallen. Und noch 10. Sehr gut. Ich glaube, das muss jetzt klappen. Ich hoffe mal, das funktioniert. So, nächste Aufgabe. Judo-Rolle vorwärts. Dann Judo-Rolle vorwärts. Zeige ich auch nochmal vor. Wir betreten mit einem Fuß die Matte. Nehmen die andere Hand als Stütze. Neben dem Fuß vorne. Jetzt bauen wir hier ein Rad. Geben den Kopf nach hinten. Schauen da hinten die Wand an. Drücken uns ab und rollen nach vorne. Ja, die Stütze schlägt ab. Denkt nochmal dran, die Stütze schlägt ab, dass euch nicht die Luft hier rausgeht und ihr noch weitermachen könnt. Ich zeige es nochmal. Schritt vor. Stütze, Rad, Kopf nach hinten, abdrücken. Rollen und stehen. Okay, eine Minute. Beide Seiten. Immer abwechseln. Ja? Und los geht's. Schritt vor, Stütze, Rad, Roll. Stütze, Rad, Schritt vor, Stütze, Rad, Roll. Kopf schön nach hinten. Ja, denkt dran, den Kopf nicht den Boden berühren. Letzte Sekunde noch einmal. Komm schon. Sehr gut. Super. So. Dann haben wir letzte Woche haben wir angefangen, seitwärts zu fallen. Seitwärts zu fallen ist die letzte Fallart, ja, die wir machen. Und die machen wir einfach nochmal. Ich zeige es nochmal vor. Es ist so ein bisschen. Ah, Teile vom Rückwärtsfallen drin. Auch hier müsst ihr erstmal einen Schritt vormachen. Dann ist dann nicht mehr blinken.
Ich blinke, weil ich zeige, da falle ich hin. Ja, da ist mein Blinker, wenn der vorne ist, wie beim Fahrradfahren, ich zeige hier rüber und zeige dann allen Autos hinter mir, ich fahre jetzt gleich darüber. Da bin ich ab in die Straße rein. So ist sie genauso, das Bein blinkt. Jetzt schiebe ich hier diesen Blinker weg. Ich sage immer Stütze wegschieben. Und dann falle ich auf diese Seite, Kopf nach unten. Ich schaue meine Zehen an, damit der Kopf nicht auf die Seite knallt, weil keine Stützen. Auch hier Ellbogen, nicht auf den Ellbogen fallen. Keine Stützen, keine Schützer, ja? Keine Muskeln dran. Also blinken, wegschieben, ganz tief runtergehen. Ja, dann ist nicht so hoch. Und jetzt auf die Seite kippen, wohin ich geblinkt habe. Andere Seite. Blinken, Stütze leicht tief rum. Und kurz immer auf der Seite liegen bleiben. Nicht auf den Rücken rollen, dass ihr nicht plötzlich hier die falschen Muskeln anspannen müsst und zu langsam seid und der Kopf runterkalt, sondern auf der Seite liegen bleibt. Ihr habt jetzt eure Muskeln angespannt. Ich nehme mal die Matte mal quer. Jetzt geht es besser. So, blinken, wegschieben, rum. Andere Seite blinken, Stütze weg, tief gehen. Und die andere Hand, die können wir so auf den Bauch legen. Ja? Als wenn ich sage, war das Frühstück lecker. Ja? Hier auf den Bauch legen. Blinken. Wegschieben. Rum. Okay, eine Minute rechts und links wie ein Scheibenwischer abwechseln. Und los geht's. Könnt ihr immer schon früher anfangen. Ja? Müsst nicht warten, bis ich die Uhr eingestellt habe. Umso öfter ihr fallt, umso schneller könnt ihr es. Blinken. Stütze wegschieben. Bumm. Blinken. Stütze wegschieben. Bumm. Blinken, Stütze wegschieben, rum. Blinken, Stütze wegschieben, rum. Immer dasselbe. Umso tiefer ihr geht übrigens, ja, umso weniger Angst müsst ihr haben. Ihr könnt ganz rund in die Knie gehen, Beine kreuzen, ganz rund in die Knie und dann zur Seite fallen. Okay? So, Mutprobe. Kurz auf die Uhr gucken, ob wir alle Mutproben hinkriegen. Oder ob ich mir zu viel überlegt habe. Ah, passt super. So, Mutprobe 1. Wir machen halt keine Mutprobe zum Rückwärtsfallen, sondern nur zur Judo-Rolle. Ihr holt euren Hocker oder euren Eimer oder eine sonstige Erhöhung. Stellt sie dahin. Stell ihn auf den Hocker drauf und jetzt macht ihr einen Schritt runter, als wenn ihr zum Beispiel eine Treppe runterlauft und ihr verpasst eine Treppenstufe. Ja? Hops und rollen. Ja, beidseitig. Stell mich wieder drauf. Jetzt gehe ich mit dem anderen Fuß runter. Schritt drauf, Stütze, Rad, rollen. Schritt, Stütze, Rad, Rolle. Okay, eine Minute mit euch. Los geht's. Schritt runter. Ups, ich stolper. Und rollen. Oh, Stolper. Rollen. Immer auf euren
Zimmerboden oder so klatscht, ja, kann passieren. Ist aber nicht so schlimm, das fitzt noch ein bisschen. Ja, aber später mal, wenn ihr auf der Straße es passiert, im Schulhof passiert oder im Kindergarten das passiert, müsst ihr auch, habt ihr auch keine Matten, dann klatscht ihr auch auf den richtigen Boden. Das fitzt nur ein bisschen, aber lieber das, als wenn der Ellbogen oder sonst irgendwas kaputt ist. Ja? Gut, super. Jetzt ist es ein bisschen kompliziert. Jetzt ist ein bisschen schwierig. Kompliziert ist ein schwieriges Wort, aber bedeutet schwierig. Ja? Denn jetzt holen wir unsere Tüte. So, die Tüte. Wir haben ja keinen richtigen Winter mehr. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist Winter. Und es hat geregnet und geschneit und die Straße ist glatt. Ja, glatte Flächen. Die Tüte ist unsere Eisfläche. Ja, da stelle ich mich jetzt mit einem Fuß drauf. Das heißt, ich blinke jetzt schon und sage, ich falle darüber. Die Tüte müsst ihr neben die Matte legen oder neben eure Decke legen. Und das Bein, was die Decke hier berührt, das kommt auf die Tüte, da ist euer Blinker, mit dem rutscht ihr weg. Und zwar rutscht entweder nach vorne weg oder hier zur Seite, weg von der Decke. Schwupps. Ich rutsche jetzt mal nach vorne weg. So, ich rutsch, bis ich dann irgendwann auf die Seite falle. Ja, und ihr seht, langer Arm, nicht so gemacht, sonst tut es gleich hier und hier weh. Ja, das habt ihr sofort gespürt, wenn ihr es falsch macht. Das spürt ihr sofort. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht gemacht. Ihr habt das zugeschaut. Ja. Aber das hier spürt ihr jetzt sofort. Seid aufpassen, traut euch zu. Ihr habt ja ganz viele Muskeln. Auf die Seite zu fallen. Seid mutig. Ja. So, ich gehe mal zur anderen Seite. Mach's mal auf der anderen Seite. Steh auf die Eisfläche mit dem Fuß, der hier nahe zur Matte ist. Jetzt rutsche ich. Ich rutsche. Oh Gott, ich rutsche. Kopf mache ich schon runter, die Hand mache ich schon bereit zum Abschlag. Ich drehe schon die Hände nach außen. Ich rutsche immer weiter. Oh. Und jetzt Abschlag. Okay. Dann wechsle ich wieder die Seite. Aufstehen. Kopf runter. Rutschen, Hand bereit machen. Ja, die wechselt. Ja, cool. So. Kopf runter, Hand bereit machen, könnt ihr immer schon vorher so drehen, dass ihr so abschlagen könnt. Ja. Rutschen. Immer auf die Seite, auf die Matte fallen, nicht rückwärts. Auf hier, jetzt ein bisschen schneller. Schwupps, oh. Boah. Wieder ein bisschen, wenn das euch zutraut, könnt ihr auch schneller rutschen. Ja? Wenn nicht, macht es langsam. So, ich hoffe, bei euch rutscht es auch so gut. Ja? Es funktioniert eigentlich auf allem, auf fast allen Böden. Ich habe noch keinen gesehen, wo das hier nicht funktioniert, dass man so rutschen kann. Schwupps. Eine Minute wieder. Rechts und links. Und los geht's. Mal weglegen auf der Seite. Ich mach's ein bisschen schneller. Ja? Schwupps. Andere Seite. Ja. Jetzt die Mutprobe. Jetzt. Aufpassen, nicht so machen. Ich zeige es jetzt mal falsch. Ja, nicht so machen. Das tut gleich ganz doll weh. Müsst ihr euch vorstellen auch. Euer Ellbogen knallt hier nicht mal auf die Übermatte, sondern auf den Stein. Nicht gut. Ja, geht sofort kaputt, weil keine Schütze dran sind. Keine Muskeln. Da geht Knochen gleich kaputt, deshalb so. Ja.
Nicht nur der Ellbogen kann kaputt gehen, sondern auch die Schulter. Gut, super. So, Fallen erledigt. Ihr könnt eure Matratze wegtun. Dann dürft ihr euren Rucksack oder eure Puppe holen. Benutze die Puppe. Na, wer hat letztes Mal zugeschaut? Was haben wir da gemacht? Wer weiß noch? Genau, wir haben eine Befreiung gemacht. Eine Befreiung aus einem Haltegriff. Und die hat Wippe geheißen. Die wiederholen wir nochmal. Bevor wir das aber machen, machen wir erst nochmal unsere drei Haltegriffe durch. Ja, ich glaube, wir haben drei Haltegriffe gemacht. Machen wir unsere drei Haltegriffe durch. Und dann lernen wir heute eine zweite Befreiung. Das ist das Baumstammrollen. Ist das. Also heute Baumstammrollen. Ist auch ganz cool, weil das Ding hier sieht ja fast, also bei mir auf jeden Fall, sieht sie fast aus wie ein Baumstamm. Okay, erstmal unsere drei Haltegriffe. Wir haben angefangen mit dem Munigatame. Also der japanische Begriff für, ich nenne es, das ist mein eigener Begriff, das ist keine Übersetzung, ja, ich nenne es Kreuzhaltegriff, weil das aussieht wie ein Kreuz, wenn ihr von oben drauf schaut. Ihr legt Brust auf Brust, denkt dran, eure Brust auf seine Brust, nicht Bauch auf Brust, ja, denn sonst macht er nämlich das Baumstammrolle, ja, müsst ihr aufpassen, sondern Brust auf Brust, Kopf runter. Da ist der Kreuzhaltegriff. Dann haben wir den Fernsehhaltegriff. Haben wir so gemacht. So, haben wir so abgestützt. Haben dann die Hand, wo ich hier den Kopf abstütze, und den Kopf getan. Mit der anderen Hand die Hand gefasst. Und jetzt, die Beine sind nicht so toll, weil sonst kann der mit einer Wippe sich gleich befreien. Sondern ihr müsst die Beine auseinander machen wie eine Schere. Oberes Bein geht nach hinten. Ja? Also Fernsehhaltegriff. So, Fernseher gucken. Ich sehe euch alle. Stimmt nicht. So, Kopf weg, ohne Kopf. Anpacken. Stütze machen. Kopf runter, zum Festmachen. So ist auch nicht so toll. Ja, immer Kopf nach unten. Können wir schwerer machen. Und dann am Schluss haben wir gesagt, wir bleiben so. Die Hände bleiben oben und wir machen den Reiterhaltegriff. Wir setzen uns auf die Puppe drauf, wie auf ein Pferd, und machen uns dann schwer. Boah, gehen ganz runter mit der Brust auf Brust und legen uns ganz hin. Ja? Das war unser letzter Haltegriff, den wir gemacht haben. Okay. Oder haben wir noch einen vierten gemacht? Gibt noch einen? Aber ich glaube, wir haben nur die drei gemacht. Die sind für euch erstmal wichtig. Okay, die machen wir jetzt nochmal alle durch. Schaut mal genau zu. Dann bekommt ihr 2 Minuten zum Üben. Kreuzhaltegriff. Brust auf Brust, Arm auf Arm festhalten. Fernsehhaltegriff. Abstützen, Fernseher gucken. Auch hier ist eigentlich wieder Brust auf Brust. Wenn ihr genau seht, hier ist seine Brust. Hier ist eigentlich meine Brust, das ist meine seitliche Brust. Ja, so, Fernseher gucken. Hand weg vom Kopf. Unteren Kopf. Anpacken. Oberes Bein. Stütze machen. Kopf hoch. Fernsehhaltegriff. Wir halten dann so fest und gehen zum Reiterhaltegriff. Das heißt, wir bleiben so mit den Händen. Stehen oben drauf. Und machen den Reiterhaltegriff. Da könnt ihr die Beine hier unter seine Beine drunter tun und so beschränken. Dann habt ihr noch mal eine gute Klammer. Ja? So. Seid ihr bereit? 2 Minuten lang die Haltegriffe üben. Ich mache es langsam. Ihr dürft es gerne schnell machen. Umso öfter ihr es macht, umso schneller lernt ihr es. Ihr könnt schon anfangen. Ja, ich stelle nur kurz hier ein, dass ich sehe, weil ich kann nicht immer nach hinten gucken. Dann muss ich die kurz einstellen.
Position. Jetzt also ein bisschen 31. Dauert zu lange. War ein bisschen gesponnen. So, los geht's! Also, kreuzheiliges Anfangen. Dann gehe ich zum Fernsehhaltegriff. Schau so Fernsehen. Hand weg vom Kopf, Unterkopf, Arm packen, Stütze vom Kopf rum. So bleiben mit den Händen, die nicht loslassen. Dreh mich mal kurz, dass ihr seht. Drauf sitzen wir auf einem Pferd, Beine drunter festhalten. Dann wieder Kreuzhaltegriff. Fernsehen. Hand weg vom Kopf, unterm Kopf, Arm packen, Stütze bauen, festhalten. Nicht loslassen, draufsitzen zum Reiterhaltegriff. Gut, noch 20 Sekunden. Versuchen wir in 20 Sekunden alle drei zu machen. Ja? Ganz schnell, dass ihr nicht drüber nachdenken müsst. Jetzt Kreuz, dann Fernseh, dann Reiterhaltegriff. Und stopp. Gut, dann machen wir noch einmal die Wippe als Befreiung aus einem Kreuzhaltegriff. Da könnt ihr auch aus der Wippe, könnt ihr euch zum Beispiel auch aus dem Fernsehhaltegriff befreien. Geht auch. Wir machen aber erstmal das, was wir letzte Woche gemacht haben. Der Partner hat mich in einem Kreuzhaltgriff festgehalten. So. Ja, so hat er mich. Dann nehme ich die Beine hoch und wippe hier. Das reicht aber noch nicht so ganz. Geschickt ist es, wenn ihr ihn so umarmen könnt. Richtig, wie ihr einen guten Freund oder wie ihr Mama und Papa umarmt. Ja. Und in diese Umarmung macht er ein Bein rein. Und jetzt hochheben. Und dann habe ich ihn selber gleich. Okay. Zeig's nochmal. Hopp, dann ist rechts auch mit der Wippe. Ja, und. Und hopp. Oh, ist der rausgekommen. So was hier. Also umarmen. Richtig umarmen, dass der Kopf auch drin ist. Bein mit rein tun und hochlippen. Manchmal funktioniert es aber nur mit den Beinen mit. Aber nicht immer. Das ist ganz selten, dass das dann funktioniert. Okay, es geht ja recht schnell. Deshalb gebe ich euch 30 Sekunden Zeit, um diese Übung nochmal zu machen. Fertig. Und los geht's. Ja, umarmen, Bein mit rein, hopp hoch. Ja. Umarmen, Bein mit rein, hopp hoch. Dann habe ich ihn gleich selber fest. Dann kann der das machen, hopp. Der wippt hier und hopp und hat nicht einmal weiß gleich nochmal. Umarmen. Kann auch mal eine Hand zwischen den Beinen sein. Geht auch. Ja? Manche fassen auch so zu. Zack. Und hoch. Gut. So, jetzt kommen wir zum Baumstammrollen. Das Baumstammrollen ist oft gut beim Reiterhaltegriff oder aber auch beim Fernsehhaltegriff funktioniert der. Ja? Baumstammrollen ist, ihr müsst euren Partner, den ihr euch im Reiterhaltegriff festhält. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, der hat breite Beine. Die Beine sind so, wie ihr es vorgemacht habt, der hat euch so umschlungen, nur sitzend. Ja? So, ihr müsst die Beine lang machen. Richtig lang, können wir dann Hand machen, können wir aber selbst mit eurem Bein machen. Dass der richtig so lange Beine hat. Ja, wie ein Baumstamm sieht er dann aus.
Und jetzt hebt ihr euren Popo hoch. Ja? Und jetzt dreht ihr ihn. Müsst eine Stütze hier. Ihr seht, da hat eine Stütze. Da kann er sich abstützen. Die muss ich ihm wegnehmen. Oft ist aber auch so, wie wir vorgehalten haben, dass die Hand hier im Kopf ist, dann habt ihr keine Stütze. Und da, wo keine Stütze ist, da rolle ich den Popo hoch. Und jetzt rolle ich den Baumstamm hier zur Seite und habe ihn gleich fest. Ja? Seht, wie ich den habe? So. Ja, da packt ihr hier mein Bein, zack, und tut jetzt zwischen meine Beine. So, als ich ganz lang bin hier, dass ich einen Baumstamm habe. So wie ich das auch mache. Ich nehme den Arm mal wieder um meinen Kopf. Wenn es bei euch geht, dürft ihr das auch machen. Dann nehme ich sein Bein. Ich habe mich ja so. Zack, und stecke es zwischen meine Beine. Jetzt so lang wie ein Baumstamm. Umarme ihn. Popo hoch. Und dann dreht dein, wo keine Stütze ist. Wo kein Bein. Das Bein ist ja weg. Und auch der Arm ist weg. Den habt ihr weggetan. Dahin rollen. Popo hoch. Damit sein Gewicht weg von eurem Brust kommt. Jetzt rutscht er so ein bisschen nach oben. Dann ist es nicht mehr so schwer. Und jetzt drehen. Oh. Und gleich das. Also Befreiungen sind Wippe und Baumstammrollen. Das sind die drei wichtigen zwei wichtigen Befreiungen erstmal. Ja? Also. So. Hopp. Und rollen. Geht auch im Fernsehhaltegriff. Wir müssen die Puppe so ein bisschen hinlegen im Fernsehhaltegriff. So. Ich umarme ihn. Popo hoch. Jetzt rutscht er weg von meiner Brust. Und jetzt drehe ich da hin, wo keine Stütze ist. Das heißt, da drüben sind ja seine Beine. Seht ihr das? Ich muss darüber rollen. Schwupps. Und dann habe ich ihn hier. Ja? Das ist das Baumstammrollen. Okay. So, dafür 2 Minuten Zeit. Ich zeige es nebenher wieder langsam vor und immer dran denken. Ihr könnt ja die Videos immer wieder anschauen. Ihr könnt auf Stopp drücken, könnt nochmal rückwärts fahren, könnt eine Zeitlupe angucken. Ja, könnt es aber auch schnell angucken. Geht ja alles bei YouTube. Und los geht's. Das geht natürlich in einem Rucksack. Ups, verschluckt ihr? Wenn das Faden eingeatmet. So, festhalten. Im Reiterhaltegriff. Ja. Den Arm stecke ich unter meinen Kopf. Wenn der so lang ist. Ja, so, funktioniert. Bein weg, dass er lang ist. Kopf hoch. Eine kleine Brücke. Das ist das. Keine richtige Brücke, aber eine kleine Brücke. Und jetzt drehe ich mich mit hohem Popo zur Seite und halte ihn gleich selber im Reiterhaltegriff fest. Ja. Mach's mal mit dem Fernsehhaltegriff. Leg den mir so hin. So. Den Arm in. Popo hoch, dann rutscht er weg von meiner Brust. Ich habe noch einen Arm. Und jetzt drehe ich dahin, wo keine Stütze ist. Über mich drüber lupfe ich ihn und halte ihn gleich fest. Auch das ist ein Haltegriff, ja? Auch das ist ein Haltegriff. Könnte so bleiben. Aber sicher ist natürlich, wenn ihr selber den richtigen Fernsehhaltegriff macht. Noch einmal Reiterhaltegriff. So, Beine weg, lang machen, umarmen, Popo hoch und drehen. Jawohl. Und festhalten. Machen wir aus dem Seithaltegriff. Den Fernsehhaltegriff umarmen. Popo hoch. Jetzt rutscht er weg von meiner Brust. Und jetzt dreht ihr euch rüber. Aber Popo oben lassen bei der Drehung. Ja? Auf die andere Seite. Und haltet ihn fest. Gut. Das war's mit unseren Techniken für heute. Nächste Woche. Kontrolliere ich mal, was ihr alles schon mitgemacht habt und was ihr alles wisst. Ich hoffe mal, wenn ihr dann hier live seid und ich euch wieder sehe,
dass ihr alle dann mindestens so weit seid bis hierher und das alles kennt. Ja, denn dann könnt ihr auch weitermachen. Also, sagt doch allen euren Kumpels, die hier mit dem Training sind, dass die Videos anschauen müssen. Das ist wie eine Schule als Hausaufgabe. Ja, dass ihr das kennt, was wir machen. Okay? So, jetzt kämpfen wir noch ein bisschen mit unserem Pumpe, wie immer. Zum Abschluss noch. Und ein bisschen ein Bodenkampf. Dürft ihr hinknien. Wir begrüßen uns jetzt nicht, sonst fällt ihr gleich um. Ja? Ich starte gleich mit Haschinge. Oder mit Haschinge. Dann müsst ihr aber eine Chance geben, ja? Jetzt könnt die mal zum Beispiel Baumstammrollen machen. Die luft mich hier drüber. Seht ihr das? Oh, die probiert es nochmal. Und jetzt hat es geschafft. Mist. Jetzt halte ich mich hier fest. Fest im Kreuzhaltegriff. Oh, so ein doofes Ding. Versuch mir. Oh, stützt sie mit der Hand ab. Oh, seht ihr das? Der stützt sich hier mit der Hand ab. Geht nicht. Jetzt mache ich die Hand weg hier. So, jetzt. Oh, ja. Jetzt habe ich ihn am Kreuzhaltegriff. Aber ich will den Kreuzhaltegriff nicht. Mach dann. Reinhaltegriff. Und ich habe ihn fest. Oh, der will Baumstammrollen machen. Oh, jetzt wechsle ich meinen Haltegriff. Und mach den Fernsehhaltegriff hier. So, oh, er versucht hier rauszukommen. Geht nicht, weil ich den Kopf unten habe. Ich bleibe ganz fest unten. Der wackelt noch. Und die Zeit ist rum. Und ich habe gewonnen. Sehr gut habt ihr das gemacht. Super. So, dann machen wir uns Abschlussübungen. Oh, ich habe jetzt einen Fall im Hals. Ich muss ein kurzes Training haben. Schaffen wir jetzt noch. Letzte Übung noch. Beine lang. Vorne anfassen. Knie runter. Jetzt habe ich Schluck. Gut. Fersens fassen. Beine lang. Gut. Fußsohle an die Brust. Stingefuß. Andere Seite. An die Brust. Stingefuß. Und wir wollen nach hinten. Den Zehen den Boden berühren. Schön hoch mit Popo. Noch ein bisschen oben bleiben. Ja, nicht gleich nach hinten gehen. Geht schon hoch, haltet euch hinten. Gut. Hände zusammen, in den Kopf. Schön auf die Brust. Gut, Hände im Rücken, den Bauch legen und wir machen die Gefangenenübung. Ohne Hände aufstehen, für die Gäste nochmal. Ich habe euch gefangen, gefesselt, in meinen Keller gelegt. Und dann müsst ihr euch selber befreien, weil ihr seid gefesselt. Und den Popo nach unten, den Beinen durch und mit den Zähnen dann die Fessel aufmachen. Und ihr seid befreit. Sehr schön. Also nächste Woche live hier in der Judo-Schule wieder Training. Ja. Ob wir die Videos noch machen, weiß ich nicht. Kommt dran, ob ich Zeit habe. Vielleicht am Anfang noch vielleicht mal ein paar Videos weiter, aber die werde ich dann vorproduzieren. Es gibt keine Live-Trainings mehr im Internet dann. Da könnt ihr ein bisschen reingucken, was wir dann so machen. Und ansonsten freue ich mich euch. Nächste Woche endlich wieder alle zu sehen. Wir sehen uns. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis nächste Woche.